Wir haben es gerade gesehen, Siemens auf dem ersten Platz unter den Top-Titeln im DAX. Siemens hat mit einem starken vierten Quartal die Gewinnziele doch noch erreicht. Und über diese Zahlen von Siemens konnten wir mit Peter Löscher sprechen, dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens. Er hat sich unter anderem darüber geäußert, wie er die Zahlen einschätzt, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern. Wir hatten ein sehr starkes Finish im vierten Quartal. Das Gesamtjahr war ein sehr, sehr gutes. Aber nichtsdestotrotz haben unsere Wettbewerber hier einfach noch ein besseres Ergebnis hingeliefert. Und wir wollen relativ zum Wettbewerb wieder dort sein, wo wir bereits 2011 waren. Die Kosten bei Siemens sollen in den nächsten 2 Jahren um mindestens 6 Milliarden Euro gesenkt werden. Auch dazu hat sich Peter Löscher geäußert. Die wichtigsten Hebel, die wir hier identifiziert haben, sind 3 Milliarden alleine mit Einkauf, eine Verschränkung und Verstärkung des globalen Footprints im Bereich der Produktion und Entwicklung und Forschung und auch, dass wir hier in der Projektabwicklung einfach Stärke zeigen. Also wichtige Hebel, Produktivität auf der einen Seite und Stärkung und Fokussierung auf das Kernportfolio auf der anderen. Peter Löscher hat sich auch zu den weiteren Plänen des Unternehmens geäußert. 2013 nehmen wir uns 4,5 bis 5 Milliarden für die fortgeführten Aktivitäten vor an Gewinn. Das wird ein Übergangsjahr sein. Darin sind bereits etwa 1 Milliarde Transformationskosten abgebildet, um hier auch im Jahre 2014 den Nettoeffekt zu erzielen und daher auch die klare Margensteigerung im Blick zu haben, die wir hier identifiziert haben.